Also, Cäsar hat für Mitteilungen an seine Truppen angeblich immer um 3 Zeichen im Alphabet verschoben. Ja? Das heißt, jeder einzelne Buchstabe ist im Alphabet um 3 nach rechts gewandelt. Also Klartext G wurde auf J abgebildet, zum Beispiel, oder M auf P. Und wir können natürlich die letzten Buchstaben nicht mehr nach rechts verschieben. Ab dem X geht es nicht mehr. Da fangen wir halt wieder vorne an, weil A, B, C, die sind ja noch übrig als Chiffre-Textzeichen. So. Und als Formel ist es nichts anderes als ein Klartextzeichen Z wird abgebildet auf Z plus K modulo N. Und K im Fall von der Cäsar-Chiffre ist K gleich 3. Ja? Und N ist gleich 26, wenn unser Alphabet 26 Zeichen hat. So. Und natürlich ist es sinnvoll, hier ein variables K zu nehmen, weil wenn der Cäsar jetzt über Jahre hinweg seine Botschaften an seine Truppen immer um 3 verschiebt, irgendwann knackt vielleicht einmal jemand den Code. Ja, und dann ist das nicht mehr sicher und dann nimmt er halt, was weiß ich, eine Verschiebung um 18 Zeichen. Ja? So, und damit sind wir natürlich jetzt schon beim Knacken. Wie knackt man jetzt so eine Verschiebechiffre? Ja? Man probiert diese 26 Möglichkeiten durch, zwischen der 4. Genau, so ist es. Die probiert man alle durch. Und dann ist man fertig. Und sowas nennt man übrigens einen Brute-Force-Angriff. Haben wir ja beim letzten Mal schon darüber diskutiert, mit 1 Million Schlüssel an der Kellertür und alle nacheinander durchprobieren. Hier haben wir bloß 26 Stück. Aber jetzt versetzen Sie sich einmal zurück in die Zeiten von Cäsar. Ja? Und da ist gerade Krieg und der hat da seine Truppen irgendwo in Neapel und schickt eine Botschaft von Rom nach Neapel durch den Reiter. Der Reiter wird geschnappt von anderen Soldaten und die haben natürlich nicht einen Großrechner dabei, wo man sagt, es ist ein Fingerschnippen, mal 26 Verschiebungen durchzuprobieren. Ja. Aber gut, ich meine, vielleicht hat der ja einen ganzen Zug von Soldaten dabei, hat 26 Leute dabei und dann sagt er, du probierst A und du B und du C und so weiter. Also das heißt, mit dem Parallelrechner geht das auch schnell. Ja? Aber wenn der jetzt allein ist, der den geschnappt hat, dann hat er ein bisschen zu arbeiten. Und dann kann es sein, dass er zu lang braucht. Das heißt, diese geheime Botschaft ist schon nicht mehr up to date, bis der das Zeug geknackt hat. Ja? Damit sind wir wieder zurück bei der Definition von Sicherheit. Ja. Und jetzt nehmen wir außerdem einmal an, dass unser Modul größer ist als 26. Ja? Wir haben ja beim letzten Mal auch schon über Blockchiffren geredet. Und bei einer Blockchiffre mit zum Beispiel 64-Bit-Blöcken, ja, da haben wir, nehmen wir mal 8-Bit-Blöcke erst, weil das ist anschaulich für uns Informatiker, das sind Bytes. Ja? Ein Byte ist ja nichts anderes als ein Zeichen, wenn wir jetzt einen ASCII-Code oder sowas nehmen, ja, oder UTF-8 oder was. Ne, UTF-8 sind 2 Byte. Gell? Ja. Also ASCII-Code, 8 Byte, da haben wir 256 verschiedene Zeichen, das heißt, unser Alphabet hat die Länge 256. Ja? Okay, das heißt, jetzt hätten wir ein Modul von 256 und wir müssten halt 256 Verschiebungen durchprobieren. Ist immer noch nicht so tragisch für so einen heutigen Computer. Jetzt nehmen wir aber eine Blockgröße mal von, sagen wir mal 100 Bit, dass wir leicht zu rechnen haben. Wie groß ist dann der Zeichenvorrat? Zwei hoch 100, klar. Also das heißt, jetzt haben wir ein Alphabet von 2 hoch 100 Zeichen. Das heißt, die Zahl der Verschiebungen ist 2 hoch 100. Und jetzt merkt man, dass das mit dem Brute-Force-Angriff sehr, sehr schwierig wird. Ja? Also, jetzt machen wir uns mal Gedanken über intelligentere Methoden, sowas zu knacken. Und tatsächlich gibt es die auch. Ja? Und bei großem Modul
geht es nicht mehr anders. Wie gesagt, beim Cäsar, vermutlich ist tatsächlich, auch wenn der Angreifer alleine war, der Brute-Force-Angriff der schnellste. Ja? Wie machen wir es, wenn der Modul groß wird? Ja, wir machen Statistik. Wir schauen uns an, die Buchstaben häufig, also jetzt machen wir es natürlich wieder für n gleich 26, weil es da anschaulich ist. Wir schauen uns an die Buchstabenhäufigkeiten für das ganze Alphabet. Und da kann man ja Statistik machen. Ich nehme mir ein dickes Buch her und zähle, wie oft alle Buchstaben vorkommen. Ja? Und das sagt die Statistik. Schauen wir uns mal, das häufigste Buchstabe ist das E in der deutschen Sprache mit 17,4%. Dann kommt, ich glaube, das N mit 9,78% und was haben wir denn dann noch? I mit 7,55%. Wir hatten, war da nicht noch was mit 8? Ja, nö, also okay. Und ganz seltene Buchstaben, wie zum Beispiel Y, haben dann 4%. Ja? Oder Q mit 2%. Haben wir noch weniger? Q ist der seltenste Buchstabe, offenbar. Ja. Okay. Warum ist das jetzt, diese Häufigkeitsverteilung von Buchstaben in der deutschen Sprache, warum ist die jetzt wichtig? Warum ist das der Knackpunkt? Ja? Wenn wir dann unsere lange Verschlüsselung tun, dann können wir einfach gucken, welche Code oder welches Zeichen ist das häufigste und dann wird das wahrscheinlich das E sein. Genau, so ist es. Also und ist ein deutscher Text. Absolut richtig, in dem, was Sie sagen, steckt alles drin. Wenn wir einen langen Text haben, es ist klar, mit einem Text von 10 Zeichen können wir sowas vergessen, ja, weil da kommt ja nicht einmal jedes Zeichen im Alphabet einmal vor. Ja. Aber wenn wir einen Text von, sagen wir mal, 10.000 Zeichen haben, ja, dann kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit jeder Buchstabe häufig vor, sagen wir Größenordnung 100 Mal mindestens. Ja. Und dann können wir Statistik treiben. Ja. Und dann zählen wir einfach, welches ist der häufigste Buchstabe. Und der wird dann mit sehr hoher Sicherheit das E sein, weil Sie sehen, der Abstand vom E zum N, der ist groß. Ja? Das E kommt ja bald doppelt so häufig vor wie das N. Also wir finden ganz schnell das E raus. Okay, für die anderen, da könnte es schwieriger werden, weil zum Beispiel X und Y, naja, die sind erstens sehr selten und zweitens nicht weit voneinander weg. Oh, sorry, ich habe da gesagt 3 oder 4%, das sind natürlich 0,03%. Und, ja. Ja, wie kriegt man die anderen Buchstaben raus? Das ist prinzipiell nicht schlimm, wenn man kennt jetzt den Buchstaben, also den Originalbuchstaben und den Zielbuchstaben kennt man, dann nimmt man einfach dieses A-Profil, also diese Verschiebungsfaktor, und dann kann man den auf alle anwenden. Also im Endeffekt, wenn ich dann weiß, dass A und E entspricht, zähle ich 5 zu jedem Zeichen. Genau, so ist es. Ich muss wirklich nur das E rausfinden. Ja? Wenn ich weiß, das E ist um 7 Zeichen verschoben, dann sind alle anderen auch um 7 Zeichen verschoben. Ja? Also, wir merken, das ist eine ganz, ganz billige, triviale Chiffre. Wenn wir genügend Chiffretext haben, ja? Was würden Sie jetzt sagen bei unserem Alphabet mit 26 Zeichen? Wie lang würden Sie sagen, muss der Chiffretext sein, um diesen Angriff anwenden zu können? Hundert Wörter oder Zeichen? Wörter. Wörter mit durchschnittlich, was weiß ich, 6, 8 Zeichen Länge, also 6 bis 800 Zeichen. Geht es kürzer auch noch? Nicht. Ich würde eher sagen mehr. Eher sagen mehr. Ich würde so 3, 4 Seiten vielleicht. Ich meine, natürlich, je mehr, desto besser. Natürlich ist das klar. Und wenn man schnell einen Computer hat, aber denken Sie jetzt mal an dem Cäsar seine Gehilfen. Und die Botschaften, die der Cäsar übermittelt hat, die waren nicht so extrem lang. Ja, das,
Also was ist die kürzeste Botschaft vom Cäsar, die wir mit dem Angriff vielleicht noch hätten knacken können? Also so Pi mal Daumen, das hängt natürlich auch von dem jeweiligen Text ab. Also schauen Sie, wenn der Text jetzt 100 Zeichen nur lang ist, ja, bei 100 Zeichen sind im Mittel etwa 17 E's drin und nur 10 N's. Also bezüglich den E's und N's haben wir eigentlich schon eine ganz vernünftige Statistik. Ja? Also mit einem Text von 100 Zeichen Länge, wenn der halbwegs deutsch ist, ja, wenn das natürlich jetzt ein Text ist, wo irgendwelche Zahlenkoordinaten nur verschlüsselt werden, dann ist das kein deutscher Text mehr. Dann, wenn ich das weiß, dann muss ich halt über die Statistik von Koordinaten gehen. Ja, dann muss ich schauen, UTM-Gitter rund um Rom, was für Zahlen kommen davor und so weiter. Kann man auch machen. Ja. Sie sehen natürlich, das Ganze ist so ein intelligenter Angriff, der basiert auf gewissen Annahmen. Der basiert auf der Annahme, ich weiß die Sprache. Ich weiß, das ist ein normaler deutscher Text. Ja? Oder ein normaler italienischer Text oder sonst was. Ja? Oder es ist ein Text, in dem nur UTM-Koordinaten vorkommen, in der und der Region, dann kann ich auch wieder Statistik treiben. Aber wenn ich gar nichts weiß, dann ist es schwierig. Ja? Okay, aber dieser intelligente Angriff ist vor allem für große N, das heißt großen Modul, der einzig realisierbare Angriff. Weil 2 hoch 100 verschiedene Verschiebungen ausprobieren, das können wir vergessen. Okay, gut, also müssen wir uns was Besseres überlegen. Ach so, sorry, hier haben wir noch ein Beispiel. Ja, genau, schauen wir doch dieses Beispiel noch kurz an, weil das ist nämlich noch ein viel kürzeres Beispiel. Wie lang ist denn das hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Zeichen nur. Ja? Also das ist natürlich schon extrem kurz. Wir machen die Häufigkeitsverteilung und sehen, das häufigste Zeichen ist das I mit 5. Und dann kommt aber schon gleich das V mit 4. Und das hätte natürlich uns auch passieren können, dass V auch 5 hat oder sogar umgekehrt. Ja. Aber es ist klar, wir starten natürlich erst einmal mit der Hypothese E nach I. Und wenn wir die anwenden, kommt raus, Cäsar hat immer um 3 verschoben. Also das liest sich ganz gut, also war es das wohl. Ja. Ja, gut. Das haben wir alles schon besprochen. Ja, dann brauchen wir jetzt bessere Formeln. Wir werden jetzt übrigens im Laufe des Semesters mehrere Formeln durchprobieren. Also jetzt hatten wir ja die Addition, ganz simple. Und zwar Addition mit dem Schlüssel. Nennen wir jetzt für einen Moment einmal so einen Klartextblock oder ein Klartextzeichen M. Dann haben wir ja jetzt die Formel M plus K modulo N. Das ist die Verschiebechiffre. K ist ein fester Schlüssel. Wir verschieben den Block um K und dieses K hier, das ist zwischen 0 und n minus 1. Okay, und jetzt gebe ich Ihnen einen kurzen, wie soll ich sagen, Abriss von diesem Semester. Ich sage Ihnen, was für Chiffren wir noch ausprobieren werden. Als nächstes, ich meine, ja, wir sind da ziemlich fantasielos. Ja? Wir nehmen halt die billigen mathematischen Operationen, die wir kennen. Nehmen wir m mal k. Ups. Modulo n.
Dann nehmen wir als nächstes M mal K plus L modulo N. Also wir kombinieren Multiplikation und Addition und hoffen natürlich, dass das irgendwie immer besser wird. Ja? Und dann kann man, das werden wir zwar nicht besprechen, dann könnte man noch hergehen und zum Beispiel M hoch P, das werden wir tun. Wir machen es sogar ganz einfach. Wir nehmen dann M hoch E modulo N. Also ist klar, addieren, multiplizieren und übrigens dividieren und subtrahieren ist nichts anderes als addieren und multiplizieren. Ja, das ist nichts Neues. Ja. Das sind die elementaren Operationen. Ja, dann kommt natürlich als nächstes das Potenzieren. Weil Potenzieren ist ja nichts anderes als mehrfach multiplizieren. Und das ist der berühmte RSA-Algorithmus. Also so simpel ist es. Ja. Aber das dauert noch ein paar Wochen, bis wir so weit sind. Ja? Und da muss man dann auch alles richtig machen mit dem E und dem N und so weiter. Und da braucht man noch ein paar Tricks dazu. Aber so einfach ist es. Ja? Genau. Und das ist dann tatsächlich auch ein Public-Key-Algorithmus. Das heißt, dieser Schlüssel E, den man da zum Verschlüsseln benutzt, ist ein anderer als der Schlüssel D zum Entschlüsseln. Und dann haben wir ein asymmetrisches Public-Key-Verfahren. Okay, also dahin werden wir kommen im Laufe des Semesters. Jetzt sind wir aber erst einmal hier. Jetzt schauen wir uns die multiplikativen Chiffren an. Also so ein Klartextzeichen Z, das wird multipliziert mit so einem Faktor T modulo N. Ja? So. Ja, also N ist wie bei den Verschiebechiffren auch schon die Mächtigkeit von unserem Alphabet und T ist ein Faktor, mit dem wir multiplizieren. So. Und jetzt steht da noch so eine Bedingung, es muss GGT von T, N gleich 1 sein. GGT ist der größte gemeinsame Teiler, also sprich dieser Faktor T und der Modul N, die müssen teilerfremd sein. Und warum die das sein müssen, das schauen wir uns gleich mal an einem Beispiel. Und zwar, wir nehmen jetzt mal einen Faktor T, der nicht teilerfremd zum Modul 26 ist. Ja? Also da haben wir unser Klartextalphabet. Hier haben wir uns, also haben wir das hingeschrieben in Nummern. A ist 0, B 1 und so weiter. Und jetzt haben wir hier unsere Chiffre, 2z modulo 26. Ja, wir multiplizieren mit dem Faktor t gleich 2 unseren Klartext z und nehmen dann modulo 26. Naja gut, ich meine, das ist erst einmal trivial. Wir multiplizieren überall mit 2 bis zu 12, da haben wir 24. Bei 13 kriegen wir 26, modulo 26 ist 0. Bei 14 kriegen wir wieder 2 und so weiter. Und das ist nicht gut. Warum? Warum ist das nicht gut, was da jetzt passiert? Ich meine, eigentlich, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, diese Modulo-Operation ist ja klasse, weil die zerhackt mir hier alles. Ja? Hier geht es linear hoch bis 24 und dann stürzt der Sägezahn wieder ab auf 0 und ich habe mein Hackebeil und sowas wollen wir ja haben. Ja? Aber genau. Die Chiffre ist nicht mehr injektiv. Wir kriegen für zwei verschiedene Urbilder A und N das gleiche Bild A. Oder für B und O kriegen wir C und so weiter. Und das ist keine Chiffre. Okay. Probieren wir es mit T gleich 3. Und 3 ist teilerfremd mit 26. Ja? Da müsste es gut gehen. Schauen wir mal. 0 auf 0, 1 auf 3 und so weiter. Das geht bis 8, geht auf 24
Und jetzt, 3 mal 9 ist 27, Modulo 26 ist 1. Und jetzt sehen Sie, jetzt haben wir Glück gehabt. Das ist doch cool, weil da haben wir eine Lücke zwischen 0 und 3 und genau da fällt die 1 rein. Und jetzt geht es natürlich immer im Abstand 3 weiter. 4, 7, das heißt, wir fallen immer in diese Lücken rein, bis zu 25. Und zwar, das ist 3 mal 17, Modulo 26 ist offenbar 25. 3 mal 18, das rechnen wir mal aus, macht 30, 54, Modulo 26, ist klar, gibt Rest 2. Und dann geht es im Dreierabstand weiter und Sie sehen, es kommt keine einzige Zahl zweimal vor. Und weil keine zweimal vorkommen, kommt natürlich jede der Zahlen 0 bis 25 genau einmal vor. Okay, das heißt, wir haben eine bijektive Abbildung und die können wir als Chiffre verwenden. Ja. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, wie knacken wir das Verfahren? Denken wir mal an unseren statistischen Angriff von vorhin. Können wir den statistischen Angriff anwenden? Also ich meine, wir können natürlich, nehmen wir jetzt doch, gehen wir nochmal zurück zu so einem Beispiel. Wir haben jetzt irgendwie sowas. Also was wir auf jeden Fall machen können, ist die Häufigkeiten zählen. Das können wir auf jeden Fall mal tun. Funktioniert es mit dem E dann immer noch? Ja, klar. Ich meine, wenn der Geheimtext lang genug ist und wir gute Statistik haben, können wir mit hoher Sicherheit sagen, das ist das Bild vom E. Okay. Und dann sind wir fertig, genauso wie davor. Eben nicht, weil davor konnten wir ja einfach sagen, naja, konnten wir einfach abzählen. Aha, E geht auf I, das ist ein Abstand von 5, also verschieben wir um 5. Was müssen wir jetzt tun? Überlegen Sie mal, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir halt ein bisschen was Schwierigeres rechnen, weil jetzt wird halt multipliziert und nicht mehr addiert. Also, wir starten, wie gesagt, Statistik, wir finden das Bild vom E. Ja? Das heißt, wir wissen dann, E mal T modulo 26 ist gleich, was sagen wir jetzt, F. Ja? Vielleicht ist das E auf F abgebildet worden. Okay, jetzt ersetzen wir mal alles, was wir wissen, durch Zahlen. E hat die Nummer 4 im Alphabet, also 4 mal T modulo 26 ist gleich 5. Das ist doch schon mal cool, oder nicht? Jetzt haben wir immerhin eine Gleichung dastehen mit einer Unbekannten nur. Das ist immer schön, wenn eine Gleichung bloß eine Unbekannte hat. Jetzt müssen wir die auflösen nach T. Ich meine, schöner wäre es natürlich, wenn wir jetzt die 5 da hätten und das T da. Ja? Weil dann müssten wir bloß 4 mal 5 modulo 26 rechnen und wir wären fertig. Das ist jetzt dumm. Ja?
jetzt gehen wir doch einmal her und vergessen das Modulo 26 und rechnen ganz normal. 4 mal t ist gleich 5. Naja, das ist easy. T ist gleich 4 Fünftel. Wunderbar. Chiffre geknackt. Es wird alles mit 4 Fünftel multipliziert. Mit 5 Viertel. Aber ne, das 4 Fünftel, vielleicht war das ja ein freudscher Verdenker, weil 4 Fünftel brauche ich natürlich zum Knacken, weil ich musste das Umgekehrte anwenden. Schauen Sie, wenn wir alles mit 5 Viertel multiplizieren, ja, also 4 mal 5 Viertel ist gleich 5. Ja. Im Chiffretext steht aber jetzt 5 drin, also muss ich 5 mal 4 Fünftel nehmen. Okay, also das heißt, bei dieser naiven Sache ohne Modulo ist der Dechiffrierschlüssel nichts anderes als der Kehrwert vom Chiffrierschlüssel. Ja, und wie ist es denn hier? Wie tun wir denn jetzt hier dechiffrieren? Vielleicht sollte man das doch noch ein bisschen allgemeiner hinschreiben. Wir haben z mal t ist gleich c, unser Chiffretextzeichen. Ja? Und jetzt, wir kennen c und wollen z ausrechnen. Naja, dann haben wir offenbar z ist gleich c durch t. Oder c mal t hoch minus 1. Also der Kehrwert von t. Ja? Wir multiplizieren mit dem Kehrwert vom Schlüssel, das ist das Endschlüssel, bei der multiplikativen Chiffre. Okay? So, und jetzt gehen wir wieder auf unser Modulo-Zeugs und machen da das Gleiche. Wir multiplizieren diese Gleichung von rechts mit t hoch minus 1 modulo 25. Dann kriegen wir 4 mal t hoch minus 1 modulo 26 ist gleich 5 mal t hoch minus 1 mod 26. Okay? Ja gut, und das hier ist 1. So ist es beim Multiplizieren mit dem Inversen. Also kriegen wir 4 mod 26 ist gleich 5 mal t hoch minus 1 mod 26. So. Und jetzt sehen Sie, diese 4, das war ja unser Klartext. Das E kriegen wir raus, indem wir mit t hoch minus 1 modulo 26 multiplizieren. Ja, gut. Und damit sind wir mittendrin in der Zahlentheorie. Ja? Jetzt müssen wir mal anfangen, ein bisschen Modulo zu rechnen. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, das ist jetzt Ihre wichtigste Übungsaufgabe. Sie müssen das üben. Das heißt, Sie müssen jetzt reingehen in das Zahlentheorie-Kapitel und da die ersten Übungsaufgaben, natürlich auch zu dem Kapitel die Übungsaufgaben, die haben auch mit Modulo-Rechnung zu tun, einfach diese Sachen üben. So. Und, aber ich gehe jetzt, oh Moment, wir bleiben noch für einen Moment kurz da, und dann gehen wir auch in das Zahlentheorie-Kapitel und schauen uns ein paar so Basics an über Modulo-Rechnung. Hier. Schauen wir uns jetzt den Satz an. Und der Satz sagt uns erst einmal was aus über die Dechiffrierfunktion. Ja? Zu jeder multiplikativen Chiffre e mit GGT von t, n gleich 1, also der Faktor, mit dem wir multiplizieren, muss teilerfremd sein zum Modul, gibt es eine multiplikative Dechiffrierfunktion d mit d von e von z gleich z,
Und das ist nur diese triviale Bedingung, dass nach dem Dechiffrieren der Klartext wieder rauskommen muss für alle Z aus A. Ja? Okay, das ist eine triviale Aussage darüber, dass das Multiplizieren injektiv ist. Aber nur dann, wenn GGT von T und N gleich 1 ist. Ja? So, und hier kommt jetzt ein Beweis, und Sie sehen schon, wegen GGT gleich 1 gibt es nach Satz 13.8 ein B aus Zn und so weiter. Ja, und Satz 13.8, der kommt natürlich aus der Zahlentheorie. Und das ist jetzt unser Punkt, in die Zahlentheorie zu springen. Ja. Oder sollen wir uns erst nochmal Gedanken machen? Vielleicht bleiben wir noch einen kurzen Moment hier und machen uns noch mal ein bisschen Gedanken über unsere multiplikative Chiffre, über die Sicherheit. Weil wir waren ja mitten im Angriff. Wir haben gesagt, wir machen jetzt Häufigkeitsanalyse, suchen uns das häufigste Chiffretextzeichen und lösen dann diese Gleichung auf. Das häufigste Chiffretextzeichen war ja das F in unserem Beispiel. Also haben wir diese Gleichung und diese Gleichung lösen wir jetzt nach T auf. Ja, genau, die lösen wir nach T auf. Ich meine, hier haben wir sie nach dem E aufgelöst. Ja? Das ist aber vielleicht nicht so sinnvoll. Eigentlich wollen wir ja T wissen. Wir wollen wissen, womit hat er multipliziert. Okay? So, also lösen wir mal nach T auf. Das ist ja auch nicht so schwierig. Wir multiplizieren von links mit 4 hoch minus 1. Und dann kriegen wir T modulo 26 ist gleich 4 hoch minus 1 mal 5. Modulo 26. Naja, aber was ist jetzt 4 hoch minus 1 modulo 26? Naja, ein Viertel natürlich, ist ja klar, oder? Das heißt, dann hätten wir 5 Viertel modulo 26. Und damit sind Sie nicht einverstanden, hoffentlich. Also 5 Viertel, was ist denn das? Das ist 1,25. Und warum ist das nicht so besonders gut, wenn wir da 1,25 nehmen an der Stelle? Welcher Buchstabe ist denn das in unserem Alphabet, 1,25? Das gibt es nicht. Schauen Sie, das ist der Punkt. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, das muss ich nochmal betonen. Wir haben eine endliche Zahlenmenge. Und die endliche Zahlenmenge besteht hier aus 0 bis 25. Das ist alles. Es gibt nur diese Zahlen. 0, 1, 2, 3 bis 25. Das heißt, diese Inverse zu 4, dieses 4 hoch minus 1, deswegen habe ich das auch so geschrieben. Ich hätte natürlich auch ein Viertel schreiben können, aber ich schreibe es lieber so. Die Inverse zu 4 muss eine der Zahlen 0 bis 25 sein. Was anderes kommt nicht in Frage, ist nicht erlaubt. Und der Satz da, der sagt ja auch, es gibt so eine. Also das ist schon mal die gute Nachricht für Sie. Ja? Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich 4 hoch minus 1? Die Frage stelle ich Ihnen jetzt nochmal, weil da braucht man keine. Wir brauchen erst einmal keine Zahlentheorie. Wir können es ohne. Was ist denn überhaupt 4 hoch minus 1? Bevor wir das suchen, was ist denn das? Wir haben es da schon geschaut ohne Modulo. Was ist 4 hoch minus 1 ohne Modulo?
Schon mal was gehört von der Algebra? Also in der Algebra, da gibt es ja algebraische Strukturen. Halbgruppe, Gruppe, Ring, Körper und so weiter. Ja? Und wir reden hier über eine Gruppe. Und eine wichtige Eigenschaft von einer Gruppe ist, dass es zu jedem Element ein Inverses gibt. Und darüber reden wir. Ja? 4 hoch minus 1 ist das Inverse bezüglich der Multiplikation. Okay, und wenn das jetzt hier eine Gruppe ist, dann gibt es da so ein Inverses. Und jetzt will ich von Ihnen wissen, ich will das als Gleichung an der Tafel sehen. Was heißt das Inverses bezüglich der Multiplikation? Ja? Dass die Zahlen alle die Inverse 1 geben. Sehr gut, genau, das ist alles. Das ist genau die Gleichung, die wir haben, die wir brauchen. Also, wir wollen die Inverse zu t haben. Ja? Und die Gleichung heißt t mal t hoch minus 1 modulo 26 ist gleich 1. Fertig. Das ist die Gleichung. So, Leute, jetzt Übung für Sie. Das Inverse zu, was müssen wir jetzt finden? Zu 4 finden. Hier, das brauchen wir ja. Weil dann haben wir nämlich unser T. Was ist die Inverse zu 4? Los, Papier raus, Bleistift. Vielleicht ist ja auch erst ein bisschen Hirn angesagt, bevor man rechnet, weil, ja. So, jetzt. Wer hat es gefunden? Die Inverse zu 4 modulo 26. Ja? 104. 104 modulo 26 gibt 4. Nee. Sondern was? 1. Also 1 kann es nicht sein, weil das müsste eine ungerade Zahl sein. Also im Moment 4 mal 26 ist 104. Ja, aber warum soll dann 104 invers sein? Tatsächlich ist 104 nichts anderes als 0.
Und 0 ist nicht die Inverse zu 4, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Arcustangens. Ja, jetzt gehen Sie mal in den Schreibwarenladen und kaufen einen Modulo-Taschenrechner und dann gucken Sie mal, ob da so eine Taste drauf ist. Ja? Also die Antwort ist, es gibt so eine Taste, ja, auf den gedachten Modulo-Taschenrechnern. Und die werden wir auch gleich kennenlernen. Die heißt euklidischer Algorithmus. Ja, das ist eine ganz coole Sache. Aber noch kennen wir den nicht. Meine Frage war eigentlich eine ganz andere. Ich hätte es erwartet, dass Sie anfangen zu probieren. Weil das können wir ganz easy durch Probieren rausfinden, ob es da eine Inverse gibt zu 4. Nämlich, wir rechnen aus 4 mal 1, 4 mal 2, 4 mal 3, 4 mal 4 und so weiter. Bis 4 mal 5 ist es ziemlich langweilig, weil da kann nie 1 rauskommen, weil 20 ist nicht 1. Ja? Also 4 mal 6 ist auch noch langweilig, 4 mal 7 ist 28, modulo 26 ist 2. Also 4 mal 8 ist 32, auch nicht. 4 mal 9 ist 36, 4 mal 10 ist 40. Und das Dumme ist, merken Sie, da kommen immer als Ergebnis gerade Zahlen raus. Es gibt gar keine Inverse zu 4. Ja, warum denn nicht? Naja, weil diese Bedingung, die wir da vorhin hatten, 4 und 26 sind nicht teilerfremd. Okay? Also für 3 ging es, das haben wir ja gesehen, für 3 gäbe es eine Inverse, die hätten Sie durch Probieren finden können. Ja? Also Sie rechnen 3, wie ist es? 3 mal 6, 3 mal 7 ist noch kleiner, 3 mal 8 auch noch. Also wir fangen an mit 3 mal 9. Ist 27, oh, haben wir schon. 9 ist die Inverse zu 3. 3 mal 9 ist 27, mal 26 ist 1. Ja? Okay, also zu 3 haben wir die Inverse 9 durch Probieren glücklicherweise ganz schnell gefunden. Ja? Aber das mit dem Probieren, das haben wir ja vorhin schon gesehen, wenn der Modul mal 2 hoch 100 ist, dann wird es zu aufwendig. Ja? Okay, gut. Also wir sehen jetzt, wie wir diese Chiffre knacken können. Ja? Ja. Übrigens, es gibt noch einen anderen Angriff. Bleiben wir gerade noch dabei. Und zwar, das Coole ist ja, wir haben ein Alphabet von 26 Zeichen, okay? Die multiplikative Chiffre ist eigentlich noch weniger sicher als die Verschiebechiffre. Zumindest was den Brute-Force-Angriff betrifft, weil bei der Verschiebechiffre sind alle Zahlen zwischen 0 und 25 möglich als Verschiebung. Bei der multiplikativen Chiffre ist eine Verschiebung um 2 nicht möglich, um 4 nicht möglich. Also alle gemeinsamen Teiler mit 26, alle Teiler von 26 sind nicht erlaubt. Ja? Jetzt müssen wir wissen, wie viele Zahlen gibt es, die zu 26 teilerfremd sind. Ich glaube, das sind 12. Ja? Also viel, viel weniger Möglichkeiten, mögliche Schlüssel als bei der Verschiebechiffre und damit viel weniger sicher. Bezüglich Brute-Force-Angriff. Also was man tun muss, ist, um multiplikative Chiffren anzugreifen, Sie machen sich erst einmal eine Tabelle aller erlaubten Schlüssel und die probieren Sie dann durch. Also jetzt beim Cäsar auf dem Feld, da haben wir ja gesagt, er würde Brute-Force-Angriff machen. Da wäre die multiplikative Chiffre tatsächlich weniger sicher, weil man müsste bloß 12 mal probieren. Okay, gut, also modulare Arithmetik, steigen wir mal schnell ein. Wir tun ganz normal teilen mit ganzen Zahlen, mit Rest 17 geteilt durch 3 ist 5, Rest 2.
12 geteilt durch 3 ist 4, Rest 0. Oder, ich meine übrigens, diese Gleichung, diese Restgleichung kann man natürlich auch so hinschreiben. 17 ist gleich 5 mal 3 plus 2, weil dieser Rest, der steht jetzt hier. Das ist natürlich die viel schönere Gleichung, weil man da nicht so ein Wort Rest hinschreiben muss. Ja? Oder 12 ist 4 mal 3 plus 0, also da ist der Rest 0. Ja? So. Und jetzt, wir werden hier nicht alles beweisen, die Beweise sind zwar einfach, aber die lassen wir alle weg. Der Divisionsrest ist immer eindeutig und es gilt. Wenn ich zwei natürliche Zahlen habe, a und b ist größer als 0, also nicht 0, dann, ich meine, warum darf b nicht 0 sein? Ja, weil wir gerade durch b teilen wollen. Und durch 0 teilen ist keine gute Idee, das wissen Sie. Ja? Also wenn b größer als 0 ist, dann gibt es eindeutige natürliche Zahlen q und r mit a gleich q mal b plus r. Ich meine, das ist nichts anderes als das da oben. Ja? Also das heißt, a ist ein Vielfaches von b, nämlich q mal b plus einem Rest r. Und dieses Vielfache und der Rest, die sind eindeutig, aber Vorsicht, nur wenn r kleiner b. Also wir können natürlich auch 17 durch 5 anders teilen. Da haben wir keinen Platz mehr. Wir können also schreiben, 17 ist gleich 2 mal 5 plus 7. Gar nichts eindeutig. Ja? 2 mal 5 plus 7. Oder 17 ist gleich 1 mal 5 plus 12. Wenn wir aber diesen Rest da hinten beschränken und sagen, der muss kleiner sein als b, also als 5, dann ist es eindeutig. Ja? Und deswegen steht hier r kleiner b. Okay, gut. Ja. Und wenn wir jetzt eben a durch b teilen, und das ist das Ergebnis, a ist q mal b plus r, dann schreiben wir r ist gleich a modulo b. Das heißt, diese Modulo-Operation, die erzeugt mir einfach den Rest. Denn diesen Divisionsfaktor q, den will ich gar nicht wissen, ich will nur den Rest wissen. Das macht die Modulo-Operation. Zwei Zahlen heißen Rest gleich, wenn a modulo b gleich Rest gleich bezüglich dem Modul n, wenn a modulo n gleich b modulo n ist. Man schreibt dann das auch so, und das hier heißt kongruent. A ist kongruent zu b modulo n. Warum denn kongruent? Naja, kongruent heißt ja sowas wie gleich, ja, oder deckungsgleich, sowas in der Art. Und tatsächlich hat man hier Kongruenzklassen. Ja? Nehmen wir doch jetzt mal einfach den Modul 3. Den Modul 3, das heißt, wir teilen Zahlen durch 3. Dann haben wir die Reste. Die möglichen Reste bei Division durch 3 sind 0, 1 und 2. Alle anderen Reste sind nicht erlaubt. Und welche Zahlen ergeben jetzt den Rest 0 bei Division durch 3? Die schreiben wir mal da drunter. 3, 6, 9, 12 und so weiter. Welche ergeben Rest 1? 4, 7, 10, 13 und so weiter. Und da haben wir 5, 8, 11, 14 und so weiter. Ja? So, und Sie sehen jetzt, diese Spalten hier, die Zahlen in der Spalte, die sind alle kongruent modulo 3, weil die bei Division durch 3 den gleichen Rest 0 ergeben. Ja? Das heißt, die liegen alle in der Äquivalenzklasse 0 drin. Die liegen alle in der Äquivalenzklasse 1 drin und die alle in der Äquivalenzklasse 2. Das heißt, die unendliche Menge der natürlichen Zahlen zerfällt in genau 3 Äquivalenzklassen, wenn ich Modulo 3 nehme. Ja?
Und wenn ich Modulo n nehme, dann gibt es eben n solche Äquivalenzklassen. So, das heißt, es ist völlig egal, wenn Sie Modulo 3 rechnen, ob Sie die oder die Zahl nehmen. Das sind die gleichen. Das sind die gleichen, weil die haben die gleichen Eigenschaften, führen zum gleichen Ergebnis. Ja. Und eben so ist es dann zu sehen, also wir könnten jetzt zum Beispiel hinschreiben, 6 ist kongruent zu 15 modulo 3. Und das heißt nichts anderes als diese beiden hier haben den gleichen Rest. Nämlich 0. Okay. Ja, dann haben wir hier jetzt einen wichtigen Satz, den wir eigentlich auch schon hier sehen. Wenn zwei Zahlen bei Division durch n den gleichen Rest haben, ist ihre Differenz ein Vielfaches des Moduls n. Schauen Sie hier. Die Zahlen haben alle den gleichen Rest 1. Ihre Differenz, hier haben wir 3 Differenz, 3, 3. Aber wenn wir jetzt die Differenz zwischen 13 und 4 nehmen, dann ist es 9. Das ist ein Vielfaches von 3. Ist ja kein Wunder, weil da haben wir 3 plus 3 plus 3 gibt 9. Ja? Wichtig, also triviale Sache, die man aber natürlich wissen muss und auch beweisen muss. Das heißt, in so einer Äquivalenzklasse, da unterscheiden sich alle Zahlen voneinander paarweise um ein Vielfaches des Moduls. Und nichts anderes steht hier. Wenn a zu b kongruent ist, modulo n, dann ist die Differenz teilbar durch n, oder man könnte auch schreiben, ein Vielfaches, steht ja auch da. Ja. Okay, Beweis lassen wir auch weg. So, jetzt noch eine kurze Definition. Wir definieren jetzt diesen Begriff Zn. Zn ist nichts anderes als die Menge der Zahlen 0 bis n minus 1. Okay? Also das ist das Zn. Das Z kommt von der Menge der ganzen Zahlen. Und wenn ich ganze Zahlen, übrigens auch negative, durch eine feste Zahl n dividiere, dann bleiben als Reste immer diese Zahlen übrig. Okay, also ich meine, warum übrigens? Ich meine, bei der Definition von Rest, da sieht man das ja auch schon, hier dieses R, immer plus R, und das R ist positiv. Ja? Das ist eine Zahl zwischen 0 und B. Okay, gut. Also Zn ist der Begriff für die Zahlen 0 bis n minus 1. Nämlich, das sind genau die, die entstehen bei Division durch n. Als Rest. Ja? Dann Primzahl ist auch nichts Neues. Eine natürliche Zahl größer 1. 1 ist keine Primzahl, heißt Primzahl, wenn sie nur durch 1 und sich selbst ohne Rest teilbar ist. Also, das sind die unteilbaren Zahlen. So, und jetzt geht es um algebraische Strukturen, haben wir ja vorhin schon kurz besprochen. Ja, wir werden immer auf Körper aus sein, weil wir wollen addieren und multiplizieren und wir wollen inverse Elemente haben bezüglich Addition und Multiplikation, und dann ist es ein Körper. Aber fangen wir mal oben an. Eine Struktur M mit zwei Verknüpfungen, wir nennen die jetzt einmal Plus und Mal auf einer Menge M, mit diesen Verknüpfungen heißt Ring, wenn gilt. Bezüglich der Addition muss das eine Gruppe sein. Ja? So, Moment, ja, und vielleicht kennen Sie das noch aus der Schule, da heißt es immer, die muss abgeschlossen sein. Der Begriff steht jetzt hier nicht, weil das ist hier schon drin beinhaltet. Innere Verknüpfung heißt Abgeschlossenheit. Wenn ich zwei Elemente aus der Menge nehme und miteinander verknüpfe, muss das Ergebnis wieder in der Menge drin liegen. Ja? Und deswegen tun wir ja Modulo rechnen, weil wir endliche Mengen haben und das Ergebnis muss immer in der endlichen Menge wieder drin liegen. Ja? Und da ist das Modulo halt einfach cool. Es ist so simpel und wird immer verwendet. So, also
jetzt haben wir hier eine kommutative Gruppe bezüglich der Addition. Das heißt, es gibt ein neutrales Element, das nennt man dann auch Nullelement. So wie zu jedem Element gibt es ein inverses und es gelten Assoziativ- und Kommutativgesetze. Ja, also das sind die Gruppenaxiome bezüglich der Addition. Ja. Jetzt, wenn wir einen Ring haben wollen, dann brauchen wir eine zweite Verknüpfung. Dann brauchen wir, also ein Ring hat immer zwei Verknüpfungen. Bezüglich dieser zweiten Verknüpfung mal brauchen wir ein neutrales Element, das nennt man dann Einselement, und außerdem das Assoziativgesetz. Ja. Die Kommutativität bezüglich der Multiplikation muss für einen Ring nicht gegeben sein. Wenn wir die auch noch haben, dann ist es ein kommutativer Ring. Aber wichtig ist natürlich, wir müssen die beiden Operationen Plus und Mal noch verknüpfen. Ja? Und dazu brauchen wir die Distributivgesetze. Also hier quasi Linksdistributivität. Wenn wir eine Summe haben und von links mit A multiplizieren, dann dürfen wir das A einfach in die Klammer reinziehen, beziehungsweise andersrum, wir dürfen ausklammern. Genauso, wenn wir von rechts multiplizieren, muss das analoge Gesetz gelten. Warum haben wir das jetzt hier zweimal aufgeschrieben? Naja, weil wir hier die Kommutativität nicht fordern. Ja, es kann ja sein, dass Multiplikation von rechts und von links was anderes ergeben. Und das ist ja durchaus, kennen Sie algebraische Strukturen, die bezüglich der Multiplikation nicht kommutativ sind. Ja? Matrizen. Sehr gut, genau, Matrizen. In der linearen Algebra, das ist klar, wenn Sie von rechts mit einer 3x4 Matrix multiplizieren, kriegen Sie was ganz anderes, als wenn Sie von links mit so einer Matrix multiplizieren. Okay. Gut, und einen Körper kriegen wir, wenn jetzt außerdem die Multiplikation noch invertierbar ist. Ja? Also, ja, genau, also Kommutativität brauchen wir auch noch. Also wenn die Multiplikation kommutativ ist und zu jedem Element A ein multiplikatives Inverses existiert. Okay. Ja, und ich meine, multiplikative Inverse, da waren wir ja gerade dabei, die haben wir ja gerade gesucht für unsere multiplikative Chiffre. Okay, ja gut, hier sind jetzt ein paar so Beispiele. Z, plus ist eine kommutative Gruppe. Wie ist es denn übrigens mit N, plus, die natürlichen Zahlen mit der Addition? Ist das auch eine Gruppe? Bezüglich der Addition. Genau, so ist es. Klar, wir haben keine negativen Zahlen, also fehlen uns die Inversen. Und damit ist n, plus eine kommutative Halbgruppe. Okay, gut. Ja, dann haben wir hier einen wichtigen Satz. Zn plus, mal ist ein kommutativer Ring. Beweis als Übung. Was muss man denn da zeigen? Vielleicht tun wir mal eine Kleinigkeit aus an der Tafel hier schnell zeigen, dann können Sie den Rest als Übung machen. Also, was müssen wir denn zeigen, um zu beweisen, dass Zn ein Ring ist? Hier steht's. Naja, wir fangen oben an. Also erst einmal müssen wir zeigen, dass Addition und Multiplikation innere Verknüpfungen sind. Wie zeigen wir das? Seien A, B aus Zn.
Naja, und dann rechnen wir aus, a plus b mod n ist natürlich trivialerweise aus 0,n-1. Und fertig sind wir. Weil das ist ja nichts anderes als Zn. Damit haben wir bewiesen, dass die innere Verknüpfung Addition abgeschlossen ist. Und wenn ich das Plus durch ein Mal ersetze, gilt es natürlich genauso. Ja? Okay, dann geht es los mit der Gruppe. Fangen wir an mit dem neutralen Element. Es gibt ein Null-Element. Okay, natürlich gibt es die Null in Zn-1, weil da ist die Null drin. Aber das reicht noch nicht. Was müssen wir jetzt zeigen? Wir müssen zeigen, dass die Null, die im normalen Mathematik ein Null-Element darstellt, auch bei der Modulo-Rechnung ein Null-Element darstellt. Das heißt, wir müssen zeigen, dass für alle a aus Zn gilt 0 mal a mod n ist gleich was? 0. Sorry, wir sind ja gerade bei unserer kommutativen Gruppe mit der Plus. Wir müssen natürlich mit Plus erst einmal das Ganze. So, 0 plus a modulo n Was muss da rauskommen? Ein neutrales Element, darum heißt es ja neutral, angewendet auf irgendein anderes, verändert nichts. Ja? Das heißt, da muss a rauskommen. Ja, tut's das? Kommt da a raus? Solange a kleiner als n ist, oder? Solange a kleiner als n ist. Ja, jetzt ist die Frage, ist a kleiner als n? Also, schauen Sie, wir reden ja über Zn, gell? Über diese Menge Zn. Und jetzt nehmen wir so ein a aus Zn. Und jetzt fragen wir uns, ob das kleiner als n ist. Natürlich, weil es gibt nur die Zahlen 0 bis n minus 1. Also a ist kleiner als n. Warum kommt es da 0 raus? Es fehlt ein Zwischenschritt und den will ich noch hinschreiben. Ein trivialer Zwischenschritt zugegeben, aber den müssen wir jetzt hinschreiben. Welcher fehlt? Und das ist tatsächlich der Schlüssel zum Beweis von allen anderen Eigenschaften, die da noch fehlen. Ja, das ist gleich a mod n. Und a mod n ist gleich a. Warum ist das der wichtige Schritt? Der Schritt hier ist der absolut wichtige. Das heißt, wenn ich 0 nehme und die 0 zu etwas dazuzähle, verändert es an dem a selber nichts. Ja, genau. Klar. Aber das Allgemeine, was dann später Sie für alles andere auch brauchen werden, ist die Eigenschaft bezüglich der Modulo-Rechnung, die wir beweisen wollen, nämlich die Neutralität von der 0, die führen wir zurück auf die Eigenschaft, die die Null in den ganz normalen natürlichen Zahlen hat. Ja? In den natürlichen Zahlen, ist klar, für alle natürlichen Zahlen gilt, wenn ich Null drauf addiere, bleibt die Zahl. Das ist der Schritt. Hier rechnen wir in den natürlichen Zahlen. Schauen Sie, wir sind in der Klammer drin. Wir brauchen kein Modulo. Wir führen also die Eigenschaften, die wir für Modulo zeigen wollen, zurück auf die entsprechende Eigenschaft für natürliche Zahlen und das machen wir in dem Schritt und jetzt wenden wir den Modulo-Operator an und dann kommt er raus. Wie gesagt, trivial der Beweis, aber
Die anderen Beweise sind nicht ganz so trivial und deswegen für Sie vielleicht ein bisschen leichter, weil Sie dann nicht vergessen, die Zwischenschritte hinzuschreiben. Und hüten Sie sich bitte davor, zu sagen, das ist mir doch klar. Wenn ich in einer mündlichen Prüfung einen Studenten frage, beweisen Sie die Kommutativität der Addition modulo n, und er sagt, das ist doch trivial, dann bin ich damit nicht zufrieden, weil dann will ich einen Beweis dastehen haben. Und das ist das Wichtige. Sie müssen anfangen, jetzt ein bisschen formal zu arbeiten. Sie kommen in eine andere Domäne rein, in diese modulare Arithmetik, und da müssen Sie einfach jeden Schritt hinschreiben. Wie gesagt, also ich empfehle Ihnen wirklich, diese Übung zu machen. Das ist nicht schwierig. Okay. Damit haben wir dann gezeigt, dass Zn, plus, mal ein kommutativer Ring ist. So, wir wollen ja aber noch weiter. Wir wollen natürlich zeigen, dass Zn, plus, mal ein Körper ist. Ja? Aber das stimmt leider nicht. Das lassen wir gleich mal weg hier und reden über Invertierbarkeit. Schauen Sie, wir wollen zeigen, dass es ein Körper ist. Was fehlt uns zum Körper? Uns fehlt das Inverse bezüglich der Multiplikation. Naja, aber das wissen wir ja schon, dass Zn kein Körper sein kann bezüglich der Multiplikation. Jedenfalls nicht für alle n. Warum? Ja, wir hatten das Beispiel. Wir nehmen den Modul 26 und dann gibt es Zahlen, mit denen können wir multiplizieren, aber da gibt es kein Inverses. Multiplikation mit 4 in Z26 ist nicht invertierbar. Also ist Z26 kein Körper. So einfach ist es. Übel. Z26 ist kein Körper und das ist einfach nicht schön. Wir wollen schon einen Körper haben, weil da können wir dann rechnen. Da sind dann alle Schlüssel erlaubt. Erinnern Sie sich nochmal, in Z26 sind nur 12 Schlüssel erlaubt. Ja? Weil es nur für 12 Zahlen Inverse gibt und für die anderen gibt es keine Inversen. Da wäre es halt besser, wenn wir Z29 nehmen würden. In Z29 gibt es für jede Zahl ein Inverses. Und ja, schauen wir uns das mal ganz basic an mit einer Multiplikationstabelle. Wir nehmen Z4, weil da gibt es nicht viele Zahlen, da gibt es nur 0 bis 3. Und jetzt schauen wir die Multiplikationstabelle an. Es ist klar, hier diese erste Zeile und die erste Spalte sind Nullen. Weil mit 0 multipliziert gibt alles 0. Und dann haben wir hier mit 1 multipliziert, die Zeile ist auch noch trivial. Und die Spalte ist auch trivial. Interessant wird es hier drin. 2 mal 2 gibt 4, modulo 4 ist 0. 2 mal 3 gibt 6, modulo 4 ist 2. 2 mal 3 gibt 6, modulo 4 ist 2, ist klar, das ist die Symmetrie. Und dann 3 mal 3 ist 9, modulo 4 ist 1. So. Ja, das ist die Multiplikationstabelle. Und da haben wir ein Problem, deswegen ist das rot markiert, das Problem hier. Diese Null, warum ist denn die ein Problem? Warum haben wir da ein Problem mit dieser Null hier? Naja, schauen Sie, nehmen wir mal diese Zeile hier. Wir nehmen die Zahl 2 und multiplizieren die mit 0, dann kommt 0 raus. Dann multiplizieren wir 2 mit 2 und es kommt wieder 0 raus. Das heißt, wir kriegen zweimal die 0 raus bei der Multiplikation mit 2. Also kann die Multiplikation mit 2 nicht invertierbar sein. Ja?
Wir kriegen da übrigens auch zweimal die 2 raus. Also 2 mal 1 gibt 2 und 2 mal 3 gibt 2. Wenn ich also jetzt die 2 habe und ich frage mich, also quasi 2 mal 2 hoch minus 1 ist gleich 2. Also 2 mal x gleich 2. Wenn wir diese Gleichung anschauen, dann hat die keine eindeutige Lösung. Weil wir können 0 einsetzen und 2. Gibt es 2 Lösungen, nicht eindeutig. Und das heißt, es gibt keine eindeutige Inverse. Warum? Tun wir mal diese Gleichung umformen, nach x auflösen. Dann steht da, x ist gleich 2 hoch minus 1 mal 2. Und weil es da 2 verschiedene x gibt, nämlich 0 und 2, gibt es 2 verschiedene Inverse zu 2. Ja, und sowas, das sind Schweinereien, das wollen wir nicht haben. Ja. Also Z4 ist kein Körper, weil wir keine eindeutigen Inversen haben. Und es gibt auch einen Satz, der sagt, dass jeder Körper nullteilerfrei ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine Menge habe mit einer algebraischen Operation, die nicht nullteilerfrei ist, und sowas nennt man übrigens einen Nullteiler, die 2 hat die 2 als Nullteiler. Ja? Die 2 teilt die 0, weil ist ja klar, ich meine, wir können schreiben, 0 ist gleich 2 mal 2. Ja? Also wir können die 0 aufteilen in ein Produkt von 2 mal 2. Und dann ist die 2 ein Nullteiler, weil die 2 teilt die 0. Und das ist was nicht Schönes. Das wollen wir nicht haben. Und wie gesagt, man kann beweisen, wenn ich eine Struktur habe, die Nullteiler hat, dann kann sie kein Körper sein. Und warum? Das sieht man hier auch sehr schön, weil in jeder Zeile kommt die Null da vorne sowieso schon vor. Und wenn die Null dann nochmal vorkommt, dann haben wir einen Nullteiler. Okay, so, probieren wir es mal mit einer schöneren Struktur. Z3 ist bezüglich der Multiplikation ein Körper ist. Und das sehen wir auch sehr schön, weil da gibt es keine Nullteiler. In dieser Zeile gibt es eine Null, nämlich da vorne und da auch und da hinten keine Nullen mehr. Und damit ist es ein Körper. Ah ja, interessant ist übrigens, dass, das sehen wir hier oben schon, da ist die 3 invers zu sich selbst. Also 3 mal 3 gibt 1. Und hier ist die 2 auch invers zu sich selbst, also 2 mal 2 gibt 1. Also wir können auch hier problemlos schreiben, 1/2 gleich 2. Wobei dieses 1/2 ist nicht die Zahl 0,5, sondern was? Ja, 1/2 ist die Zahl, die mit 2 multipliziert 1 ergibt, ist doch klar. Also 1/2 mal 2 ist gleich 1. Und das ist die Definition von 1/2. 1/2 ist die Zahl, die mit 2 multipliziert 1 ergibt. Ich meine, die Schreibweise wird zum Glück, muss man fast sagen, selten verwendet, sondern wir verwenden immer die Schreibweise 2 hoch minus 1 mal 2 gleich 1 in dem Fall. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, Sie sehen, es ist einfach eine andere Welt und da funktioniert es ein bisschen anders. In dieser Welt gibt es Zahlen, die zu sich selbst invers sind. Ja, genau. Okay, und jetzt kommt der wichtige Satz. Wenn wir also Zn haben, dann ist Zn genau dann ein Körper, wenn der Modul eine Primzahl ist. Und deswegen ist Z29 ein Körper, weil 29 ist eine Primzahl.
Also, das können wir gleich aufzählen. Z2 ist ein Körper, Z3 ist ein Körper, Z5, Z7, Z11, Z13, Z17, Z19 und so weiter. Und die anderen sind alle keine Körper. So, auch diesen Satz beweisen wir nicht. Und jetzt schauen wir uns noch kurz den kleinen Fermat an. Den werden wir nämlich auch, so schnell noch nicht, irgendwann werden wir den brauchen, nämlich wenn n eine Primzahl ist, dann ist a hoch n minus 1 gleich 1 für alle a in Zn außer 0. Ja? So, machen wir nochmal ein Beispiel dazu. Moment. Ja, machen wir an der Tafel kurz ein Beispiel. Also nehmen wir Z3 und dann gilt offenbar in Z3 a hoch 2 ist gleich 1. Alle Quadrate sind 1. Wir müssen bloß zurückschauen auf unsere Multiplikationstabelle. Und das ist die Diagonale, da stehen die Quadrate. 1 mal 1 gleich 1, 2 mal 2 gleich 1. Aber das gilt auch in Z5. Rechnen wir mal irgendwas aus. Das heißt, es müsste gelten 2 hoch 4 gleich 1. Naja, und das ist, das ist 1. In Z5, wohlgemerkt. Sie sehen, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe das Modulo weggelassen. Ja? Ich meine, wenn wir wissen, ich bin in Z5, dann können wir das Modulo immer weglassen, weil in Z5 können wir nur Modulo rechnen. 2 hoch 4 gibt 16, Modulo 5 ist 1. Also, das ist eine ganz nette Sache, dieser kleine Fermat. Und der hat nämlich jetzt noch eine ganz nette praktische Konsequenz, die wir gleich brauchen können. Nämlich, nehmen wir doch gerade jetzt dieses Beispiel. Ja. 2 hoch 4 ist 1 und jetzt haben wir 2 hoch 4. Das schreiben wir jetzt als 2 mal 2 hoch 3. Das wäre auch 2 hoch 4. Ist dann immer noch 1. Okay? Doch nett, oder? Ja, und das ist richtig cool, weil das wird uns jetzt nämlich viel helfen. Weil ich schreibe jetzt nochmal eine andere Gleichung hin mit ist gleich 1. Die Gleichung 2 mal 2 hoch minus 1. Das ist ja die Bestimmungsgleichung für Inverse. Was ist das Inverse zu 2? Ja, das ist die Zahl, die mit 2 multipliziert 1 ergibt. Jetzt haben wir da nochmal so eine Gleichung mit ist gleich 1. Fällt Ihnen da was auf? Was können wir denn daraus jetzt schließen? Dass 2 hoch 3 2 hoch minus 1 ist. Sehr gut, genau. Also daraus können wir jetzt folgern, 2 hoch minus 1 ist gleich 2 hoch 3. Und was hilft uns das jetzt wieder? Naja, das können wir ja jetzt ausrechnen. Was ist denn 2 hoch 3? Das ist 8, Modulo 5 ist 3. Ja? Sie sehen, wir haben jetzt eine ganz coole, super einfache Methode, um Inverse auszurechnen. Ganz simple Methode, um Inverse auszurechnen. Also sprich, dieser kleine Fermat hier, dieser Satz, dass a hoch n minus 1 gleich 1 ist, mit dem können wir ganz easy Inverse ausrechnen. Und zwar, wie machen wir es? Ich schreibe es jetzt allgemein noch hin.
Und zwar, also a hoch n minus 1 ist gleich 1. Also können wir schreiben, a mal a hoch n minus 2 ist gleich 1. Und jetzt machen wir das Gleiche wie da. Andererseits ist a mal a hoch minus 1 gleich 1. Also müssen diese beiden gleich sein. Also a hoch minus 1 ist gleich a hoch n minus 2. So. So simpel geht es. Ist das nicht cool? Aber nur, ich schreibe es nur daneben, nur wenn, was ist die wichtige Voraussetzung? Das gilt nicht immer. Jawohl, wenn n prim ist. Ja, aber immerhin, wenn wir jetzt also als Modul der Primzahl nehmen, ist das Finden von Inversen ganz easy. Leider nicht in Z26, weil 26 ist keine Primzahl. Ja? Ja, und wir werden auch multiplikative Inverse berechnen müssen in Strukturen, wo wir garantiert kein Primmodul haben. Ja? Also es besteht durchaus noch Bedarf, einen besseren Algorithmus zu finden, um Inverse zu berechnen, nämlich für beliebige Moduli. Aber ich meine, es ist eine coole, schöne, super einfache Formel. Und natürlich will man das wissen, warum gilt denn diese Formel. Und deswegen will man natürlich auch den kleinen Verwandt beweisen. Und der Beweis, der ist wirklich ganz nett. Ja? Ich lasse den auch hier aus Zeitgründen weg, weil sonst kriegt man die Vorlesung nicht durch. Aber es steht im Buch schön drin, können Sie natürlich durchlesen heute Abend vorm Schlafen gehen. Oder morgen früh beim Frühstück. Okay, gut, so. Ja, und jetzt, genau, jetzt zeige ich Ihnen noch einen weiteren Trick, den wir auch brauchen werden später. Und zwar, wir tun jetzt gleich mal den kleinen Fermat anwenden in Z23. Ja, 23 ist eine Primzahl. Und wir rechnen aus, die Inverse zu 6. 6 hoch minus 1 ist dann ja offenbar 6 hoch n minus 2, also 6 hoch 21. So, und 6 hoch 21, das ist ziemlich ätzend von Hand auszurechnen. Ja? Weil das ist 6 mal 6 mal 6 mal 21 mal halt. Ja? Das ist mit ganz schön gewaltig viel Arbeit verbunden, erstens. Zweitens, das hat ganz schön viele Dezimalstellen, 6 hoch 21. Ja? Also, ja gut, es geht ja noch. Also 10 hoch 21 hätte 21 Dezimalstellen, 6 hoch 21 hat halt vielleicht, was weiß ich, 13 oder so. Das geht ja noch. Aber es ist viel Arbeit. Aber wir können uns die Arbeit stark vereinfachen. Ganz stark vereinfachen, wenn wir jetzt hergehen und den Exponenten, den schreiben wir in seiner, ja, eigentlich in seiner Binärdarstellung. Nämlich als eine Summe von Zweierpotenzen. Binärdarstellung ist ja nichts anderes als eine Zahl in Binärdarstellung ist, also das ist die 23 als Summe von Zweierpotenzen und damit wissen wir natürlich die Binärdarstellung. Nämlich, wir haben das niederwertigste Bit ist 1, 0, 1, 0, 1. Das ist 23 binär. Ja? Oder? Ja, genau. 1, 0, 1, 0, 1. Okay, also wir schreiben jetzt den Exponenten als diese eindeutige Summe von Zweierpotenzen. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir nämlich hergehen und das 6 hoch 16 plus 4 plus 1 zerlegen in 6 hoch 16 mal 6 hoch 4 mal 6 hoch 1. Und dieses 6 hoch 16, das schreiben wir jetzt so, als 6 hoch 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2.
Ja? Also wir tun viermal quadrieren. Und da tun wir zweimal quadrieren und da gar nicht. Ja, und warum macht uns das die Rechnung so einfach? Weil wir jetzt, wir tun die 6 einmal quadrieren. Das gibt 36, modulo 23 macht 13. Also wir rechnen es aus und schreiben hin 13. Dann tun wir die 13 quadrieren. Was macht denn 13 mal 13? 169. Modulo 23, was kommt denn da raus? 8. Okay, also das heißt, das hier ergibt 8. Und dann schreiben wir das dahin. Und da haben wir übrigens auch 6 hoch 2, gibt auch 13. Sie sehen, das brauchen wir noch einmal ausrechnen. Also wir haben hier mehrfach 6 hoch 2. Das müssen wir eigentlich einmal ausrechnen, schreiben wir es überall hin. Und dann haben wir da die 13, dann kriegen wir da die 8. 8 hoch 2 macht 64, modulo 23 gibt offenbar 18. Hoch 2 modulo 23 macht 2, mal 8 mal 6 gibt 96, modulo 23 ist 4. Also, erstens, das ist ganz wichtig bei der Modulo-Rechnung. Bei dem Modulo-Rechnen, ich kann jedes Zwischenergebnis immer modulo n nehmen. Aber Vorsicht, Vorsicht, an einer Stelle gilt Vorsicht, Sie dürfen nicht den Exponenten modulo n nehmen. Das dürfen Sie nicht, ja? Sondern nur beim Multiplizieren und Addieren. Da dürfen wir das machen. Aber nicht im Exponenten. Sie dürfen den nicht in den Exponenten reinziehen. So, also wir haben immer kleine Zahlen, wenn wir modulo rechnen. Immer kleine Zwischenergebnisse. So, aber jetzt, das geniale Ergebnis kommt jetzt. Schauen Sie, 6 hoch 21, das wären eigentlich 21 mal die 6 multipliziert. Ja, also 20 Multiplikationen. So, und jetzt schauen wir mal, wie viele Multiplikationen müssen wir, wenn wir das so machen, mit den Zweierpotenzen durchführen. Also die hier, die können wir sowieso vergessen, ja? Weil die fallen da als Nebenprodukte mit ab. Das heißt, wir müssen eigentlich nur da zählen. 1, 2, 3, 4 Mal müssen wir quadrieren. Also wir müssen sowieso bloß quadrieren können. 4 Mal müssen wir quadrieren, dann nochmal multiplizieren hier und dann nochmal multiplizieren hier. Also 6 Mal multiplizieren. 6 Multiplikationen und dann haben wir uns 15 von den 21 gespart. Und das wird noch viel dramatischer, wenn dieser Exponent größer wird. Wir werden später Exponenten haben mit 300 Dezimalstellen. Also allein der Exponent ist schon eine Zahl mit 300 oder 600 Dezimalstellen. Ja? Und das heißt, Sie müssten quasi 10 hoch 600 Multiplikationen durchführen. Das können Sie vergessen, das geht nicht. RSA funktioniert genau so. Ja? Und durch diesen Trick mit dem sukzessiven Quadrieren, durch den Trick können wir diese exponentiell vielen Multiplikationen in eine polynomielle Zahl, also und zwar k hoch 3, reduzieren. Und das ist der Trick, also ganz easy, wir können jede Potenzierung zerlegen in sukzessives Quadrieren und sparen uns da gewaltig viele Multiplikationen. Okay, oh ja, und dann machen wir Schluss für heute.